Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. Heute wieder Aufgaben auf Abitursniveau. Wir haben hier drei Punkte. Drei Punkte spannen eine Ebene auf. Und wir haben eine Gerade. Wir wollen wissen, schneidet diese Gerade die Ebene oder liegt sie in der Ebene oder ist sie parallel zur Ebene? Zuerst müssen wir natürlich aus diesen drei Punkten eine Ebenengleichung basteln. Und wie tun wir das? Im Normalfall könnten wir jetzt die einzelnen Vektoren AB, BC und AC ausrechnen und eine Parameterform der Ebene da aufstellen. Es geht aber auch einfacher. Wir sehen ja, dass es Spurpunkte sind. Ihr seht immer zwei Koordinaten, wechselweise sind 0. Das heißt, wir haben hier die Spurpunkte und können jetzt ganz einfach die Koordinatenform direkt bestimmen. Wir wissen, wir wollen also irgendetwas in dieser Form, x2 plus irgendwas x1 plus x3, muss irgendeine Zahl ergeben. So, wie packen wir das an? Gehen wir erstmal hinten zu dieser Zahl. Wie kriege ich diese Zahl raus? Nun, diese Zahl muss ein Vielfaches von jedem dieser sein. Ich suche also das kleinste gemeinsame Vielfache. Nun, 3 und 6 ist 6 und 3 halb und 4 mal 3 halb ist auch 6. Das heißt, 6 ist die Zahl, die das kleinste gemeinsame Vielfache. Nun weiß ich, wenn ich 6 für x3 einsetze, kommt 6 raus, das heißt, ich habe keinen Vorfaktor. x2 soll ich 3 einsetzen, soll 6 rauskommen, naja, dann muss ich mit 2 multiplizieren. Und x1, 3 halb, muss ich mit 4 multiplizieren, um auf 6 zu kommen. Also 4x1 plus 2x2 plus x3 ist 6, ist unsere Ebenengleichung. Nun wollen wir überprüfen, ob diese Gerade hier und diese Ebene parallel sind. Wir könnten jetzt zum einen einfach das hier alles hier einzeln für x1, x2, x3 in den Schnittpunkt bringen. Oder was ich euch jetzt hier zeigen will, wir lesen den normalen Vektor ab, der Ebene e. Der ist in dem Fall natürlich 4, 2, 1. Und nun multiplizieren wir diesen mit dem Richtungsvektor der Geraden. Also, was wir rechnen, ist 4, 2, 1 mal minus 2, 3, 2. Da kommt raus 4 minus 2 minus 8 plus 6, 2 mal 3 plus 2 gleich 0. Naja, wenn die 2 da 0 sind, wissen wir also 4, 2, 1 ist senkrecht zu minus 2, 3, 2. Wenn die Seiten aufeinander sind, heißt es, dass unsere Gerade g entweder in der Ebene liegt, in e liegt, oder sie parallel sind. Nun, um das noch trennen zu können, setzen wir jetzt einfach diesen Punkt minus 4, 2, 3 in unsere Ebene ein und schauen, ob der in der Ebene e liegt. Wenn ja, dann liegt die ganze Gerade schon in e. Wenn nein, sind e und g parallel. Also 4 mal minus 4 plus 2 mal 2 plus 1 mal 3. Das soll eben 6 ergeben. Wir rechnen nach. Minus 16 plus 4 plus 3. Also insgesamt minus 16 plus 7. Das ergibt minus 9. Das ist natürlich gefährlich. Wir sind hier nicht in der Ebene. Das heißt, die Ebene e und die g schneiden sich nicht. Wir haben keinen Schnittpunkt. G liegt auch nicht in e. Also e ist parallel zu g oder g parallel zu e. E parallel zu g. Das ist nur eine mögliche Lösung. Setzt euch selber mal an die Aufgabe. Vielleicht findet ihr andere Lösungen, andere Lösungswege. Danke, dass ihr reingeschaut habt und bleibt uns gewogen.